Okay. Wie ging das gleich wieder? Weil da muss die Statue rein. Ah, und da kann ich nicht drücken. Ja, das bringt mir jetzt nichts, wenn ich es hinschieb. Ich glaube, ich habe es zu früh gedrückt. Ja, wie ging es gleich wieder? Ich bin gerade planlos. Wenn ich jetzt stehen bleibe, werde ich zerquetscht. Das ist logisch. Nee, das funktioniert so nicht. Ah, wie ging das gleich wieder? Das ist eigentlich echt ein total simples Rätsel. Weil hier hinten muss ich die Statue nicht schieben. Das wäre ja Schwachsinn, weil jetzt bräuchte ich das nicht nochmal machen. Weil. Ja, die gehört hier rein, aber. Wie ging das denn gleich wieder? Ich habe gerade echt keine Ahnung. Bin gerade planlos. Weil ich jetzt im Endeffekt. Ja, die Statue kann ich ja. Nee. Folgendes. Ich werde mal einen ganz kleinen Cut machen. Und man sieht sich gleich wieder. So, und schon geht's weiter. Ja, das Ganze ist eigentlich relativ einfach. Ich muss die Statue gar nicht reinschieben. Und zwar... Ich muss sie... Nein. Nur bis ganz nach hinten schieben. Und dann... ein bisschen nach links. Ich muss aber nicht reinschieben. Ja, zerquetscht mich ruhig nicht. Ja, Chris hätte einfach mit beiden Armen die Wände weggestoßen. In einem epischen Quicktime-Event. So, nicht schnell. Und jetzt einfach nur schieben, schieben, schieben. Und fertig. Lol. Das war alles. Für ein Batteriepack. Willst du mich verarschen? Das ist alles. Vor ihren Füßen ist ein Loch. Sie können nicht weit hineinsehen. Hinabsteigen? Ja. Letztes Buch, Band 1. Kommt gerade ein bisschen was anderes, oder? Das müsste aber... Ja, genau. Eine Medaille. Genau gesagt, die Adlermedaille. Die brauche ich ja viel später. Ah, ich hätte Granatwerfer gar nicht mitnehmen müssen. Naja, egal. 29. November 1967. Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit den großen Glasgefäßen voller Formaldehyd. Und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meinen Augen nicht trauen. Aber der vertraute, hochhackige Schuh im Korridor. Es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinn. Jessica. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. 30. November 1967. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken.
Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. 31. November 1967. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse. Aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz an. Ich musste es genauer sehen. Ein Grab. Und tief in den Stein gemeißelt mein Name. George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Lisa, verzeiht mir. Durch meinen Ehrgeiz wurdet ihr in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir. Möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. George Trevor. Kein angenehmer Tod. Ein Name ist in den kleinen Grabstein eingraviert. George Trevor. Da ist ein Schalter. Ja. Das kam jetzt alles ein bisschen früher, als ich dachte. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Scheiße, ey. Nein. Nix. Zack, 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 zack. Ekelhafte Spinne. Ich höre schon wieder eine. Ja, schnell mal die Karte nehmen. Okay, da ist eine Sackgasse. Da ist bestimmt die Spinne. Nein. Aber irgendwas anderes, was ich nicht aufnehmen kann. Doch. Ich hoffe, ich werde nicht vergiftet. So. Scheißspinne. Ich hätte mir die Munition sparen können. Ich weiß. Okay. Nur ein normaler Zombie. Und tot. Du bist noch am Leben. Aber jetzt nicht mehr. Nein. So, was hätten wir da? Kann ich ja leider nicht nehmen. Super. Und hier ist ein Dolch. Ich hätte den Granatwerfer nicht mitnehmen sollen. Mein Fehler. Das sieht nach der Stromversorgung für den Aufzug aus. Die Hauptsicherung ist durchgebrannt. Auswechseln? Okay, die Stromversorgung scheint wieder zu funktionieren. Wenigstens etwas. Halt! Falsch! Hier lang. Ja, nichts Wichtiges. Das war das Siegel von Raccoon City. Ja, tolle Stadt. Super Stadt. Ich habe die Munition nicht übersehen. Keine Sorge. Ich habe eine böse Vermutung, wo ich hier rauskomme. Ja. Genau. Aber jetzt bin ich in der Nähe von der Truhe.
Okay, es dauert trotzdem noch eine Weile, bis sie da hinkommen. Oh! Es war ja ein Crimson Head. Es war ein Crimson Head. Okay, kein Zombie. Naja, irgendwie. Aufzug. Ja, okay, wobei... Müsste ich schon... Ich hab halt ein volles Inventar. Ich würde auch gerne speichern. Wäre mir ganz genehm. Ungutes Gefühl. Ich höre aber nichts. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Blöder Hunter. Bleib flacken. Und da drin sind leider noch mehr. Das ist ein extremer Munitionsverbrauch. Aber wenn man meine Gesundheit ansieht, ist das ein gesunder Munitionsverbrauch. Renn! Okay. Ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme jetzt lieber den Granatwerfer her. Fuck it! Ich habe nämlich nichts dabei. Sind weniger unterwegs, als ich dachte. Also, die Adlermedaille brauche ich länger nicht. Bräuchte ich eigentlich jetzt auch nicht so schnell. Ja, aber wenn jeder Hunter drei Schüsse braucht... Naja, dann kann ich gerade mal drei Hunter noch killen. Und das war's dann. Ich meine, ich hätte auch noch die Magnum, aber... Naja, 12 Schuss. So. Speichern. Hallo? Erzer. Nee. Nicht das Bett. Speichern. Gut, dann mache ich hier erstmal einen kleinen Break und man sieht sich in der nächsten Aufnahme wieder.